seid willkommen, liebe Geschwister. Wir segnen euch im Namen Joshua. Ihm allein gebührt die Ehre. Natürlich freuen wir uns wieder, seinen Namen zu verkündigen, seinen Namen zu ehren, seinen Namen loben zu können. Bevor wir natürlich anfangen, wollen wir beten. Wir beten am Joshua. Herr, wir danken dir. Wir lassen diesen Moment deinen Namen, Heiliger Geist. Führe uns, lehre uns, fülle uns von deinem Liebe, fülle uns von deiner Gegenwart. Denn du bist unser Alles. Du allein kannst uns füllen, Vater. Du allein kannst uns wirklich befriedigen. Du allein kannst uns diesen Frieden geben, den wahren Frieden, den diese Welt uns nicht geben kann. Danke, Joshua, im Namen Joshua. Wir gebeten und sagen Amen. Heute bin ich nicht alleine, heute bin ich mit einer Schwester, die ist extra aus Freiburg gekommen, um den Herrn zu loben, die Schwester Jocelyn. Ja, guten Tag, guten Abend, je nachdem, wann die Leute das schauen werden. Hallo, ich grüße euch im Namen des Herrn. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Also, willkommen der Sendung. Wir wollen natürlich, wie gesagt, den Namen, der über allen Namen steht, auch hier ganz hoch erheben. Amen. Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Gelobt sei der Herr. Der Herr ist groß. Er spricht zu seinen Kindern. Genau, das ist das, was er gemacht hat. Genau, der Herr spricht, denn er ist lebendig. Amen. Die anderen Götter sind tot. Die leben nicht. Die wurden von Menschen erfunden. Die wurden aus Holz, aus Eisen, aus Stein gemacht. Und einen anderen Teil benutzen die vielleicht sogar, um ihr Häuser zu bauen, um ihr Vorhof zu bauen, um zu kochen. Und den anderen Teil beten die an, was unsinnig ist. Es gibt nur einen einzigen wahren Elohim, einen einzigen wahren Eloah, einen einzigen wahren El. Und sein Name ist Joshua. Joshua Mashiach, den wir auf Deutsch als Jesus kennen. Amen. Schwester Jocelyn, freut mich, dich hier zu sehen. Vor allem freut mich, dich in dem Herrn zu sehen. Denn es gibt nichts Besseres, als in dem Herrn zu sein. Meine Frage ist einfach, wie bist du zum Herrn gekommen? Amen. Gelobt sei Joshua Mashiach. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Viele afrikanische Kinder oder Jugendliche es kennen. Man geht in eine Gemeinde mit seinen Eltern, mit seinen Geschwistern, tut dies aber nicht, um den Herrn zu gefallen, sondern einfach nur, um den Eltern einen Gefallen zu tun. Genau. Man geht in die Gemeinde, man empfängt das Wort, aber so wie man reingekommen ist, so geht man auch wieder raus. Man empfängt nicht die wahre Offenbarung des Herrn. So habe ich sozusagen auch meine Jugend verbracht. Genau, im Alter von 17, fast 18 Jahren sind meine Eltern, also ich komme ursprünglich aus Kamerun, bin aber in Deutschland geboren. Und meine Eltern sind das erste Mal dann auch nach Kamerun geflogen, zusammen, seit sie in Deutschland, seit 1980 waren, sind die dahin geflogen. Und genau, dann ist leider was Tragisches passiert. Meine Mutter ist dort verstorben, im Alter von, ich glaube, sie ist 55 geworden, genau. Und es kam auch ganz plötzlich. Mein Vater ist dann auch alleine wieder zurückgekehrt nach Deutschland. Und also wir sind 5 Kinder, ich bin die 4. Und für uns alle war es natürlich ein Schock. Ich wusste nicht mehr weiter. Den einzigen, den ich dafür verantwortlich gemacht habe, ist den Herrn. Warum hat er dies zugelassen? Warum führt er mich in diesem Weg? Warum ich? Warum ich? Und ich bin wirklich auch tief gefallen durch den Verlust meiner Mutter, weil sie auch, man kennt es ja auch, die Mutter ist diejenige, die einem liebt, bevor man geboren ist. Und keine Liebe, außer die Liebe des Herrn, ist vergleichbar mit der Liebe der Mutter. Und dann habe ich einfach jahrelang auch an Depressionen gelitten, wirklich sehr, sehr viele Jahre lang. Habe die Liebe, die fehlende Liebe, die ich von meiner Mutter bekommen habe, habe ich in Menschen gesucht und sie nicht gefunden. Ich bin wie alle Jugendliche auch feiern gewesen, trinken, man hat Freunde hier und da. Aber es war nicht die Erfüllung, es war wirklich nicht die Erfüllung des Lebens. Und auch wenn
die Menschen oder die Leute, die mich umgeben haben, gesagt haben, komm da raus aus dieser Depression oder komm aus diesen dunklen Gedanken raus. Es ist doch schon 5 Jahre, es ist doch schon 6 Jahre her. Man ist trotzdem gefangen, gefangen in den Gedanken, gefangen in der Dunkelheit. Man will da raus, aber man kommt da überhaupt nicht raus. Und eines Tages habe ich auch einen Psychiater deswegen auch aufgesucht, einfach um, wie man auch auf Deutsch sagt, mir die Seele sozusagen rauszusprechen. Aber selbst er konnte mir nicht helfen. Und da habe ich auch gesehen, nein, das führt zu nichts und das bringt mir auch nichts. Und damals habe ich aber noch gedacht, dass, wie soll ich das sagen, dass ich selber selbstständig da rauskommen muss. Ich muss mit meinen Gedanken kämpfen. Ich muss da, also ständig ich. Und habe trotzdem den Herrn aber zur Seite gestellt, weil für mich hat er nicht mehr existiert. Ich wollte auch nichts mehr damit zu tun haben. Wenn irgendwo eine Predigt lief, ich habe gesagt, ich möchte das nicht mehr hören, weil ich ihn dafür verantwortlich gemacht habe, dass ich in dieser Situation bin. Und der Herr hat sich immer wieder in meinen Träumen auch offenbart, hat auch gesagt, komm zurück zu mir. Und ich habe auch immer den Versuch gestartet, den Weg zu gehen, den rechten Weg auch zu gehen, aber bin immer wieder gefallen, weil ich mir auch Verbote, zum Beispiel, man weiß, man muss niemandem sagen, wenn man den Herrn folgen will, dass man nicht feiern gehen oder dass der Herr es nicht mag, dass wir einfach in der Welt oder die Gewohnheiten der Welt tun, weil sie einfach Finsternis sind. Finsternis und Licht laufen nicht zusammen, die sind getrennt. Und ich bin halt, ich habe gedacht, ich bin den richtigen Weg gelaufen, war es aber nicht. Ich bin auch immer wieder gefallen, 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 weil ich den Herrn nicht richtig in meinem Herzen gelassen habe. Das Gebet, aber auch das Lesen des Wortes sind das Fundament auch des Glaubens. Und das hat einfach bei mir auch damals gefehlt. Und schlussendlich bin ich auch in der Finsternis auch rumgeweilt und bin dann auch immer wieder zurückgefallen, zurückgefallen. Und obwohl ich immer wieder auch Prophezeiung, sei es auch, dass der Herr sich mir offenbart hat, trotzdem bin ich wieder zurückgegangen, weil ich nicht vom ganzen Herzen gedient habe. Denn wenn ich eins gemerkt oder auch gelernt habe, ist, dass der Mensch sehr schnell vergisst. Der Mensch vergisst, wenn der Herr mit einem geredet hat, der Mensch vergisst es und schaut auf die Dinge, die ihn leiden lassen. Aber es gibt einen bestimmten Grund, warum wir leiden. Wir leiden, weil wir auch im Glauben wachsen. Und eines Tages habe ich dann alles in Relation gestellt. Was möchte ich wirklich? Was möchte ich im Leben? Möchte ich in der Finsternis laufen? Möchte ich immer wieder aufwachen und mich nach dem Sinn des Lebens fragen? Oder möchte ich wirklich mit dem Herrn von ganzem Herzen laufen und auch wirklich sagen, okay, ich gebe dir mein Leben. Und dazu habe ich mich auch entschieden. Und das ist die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Und seitdem sind auch das Gebet und das Lesen des Wortes ein Fundament in meinem Leben geworden. Leider glauben mein Vater und auch mein Bruder, weil wir waren auch, bevor wir in einer afrikanischen Gemeinde waren, das war auch noch bevor ich auf der Welt war, haben wir eine Gemeinde besucht, die Zeugen Jehovas, die kennt ihr auch wahrscheinlich alle. Und mein Vater glaubt immer noch an dieser Ehelehre und mein Bruder auch. Und ich bete bis heute immer noch für sie. Es ist ein Kampf, auch wenn ich mit ihnen rede, dass sie den Herrn auch nicht als den Fa als den als also dass Jeshua auch Elohim ist, das akzeptieren sie auch nicht. Und dafür bete ich auch. Zurück zu meinem Weg. Ich habe dann mich entschieden, den Weg zu laufen und auch wahrhaftig. Und der Herr hat sich auch noch mehr auch offenbart. Und da habe ich dann auch gesagt, ich möchte auch nicht mehr zurück. Er hat mir den Frieden gegeben, nachdem ich gesucht habe. Die Liebe, vor allem auch die Liebe, nach der ich gesucht habe. Er erfüllt einem einfach mit Liebe, mit Frieden, mit Geborgenheit. Egal was kommt, man weiß, auf den Herrn kann man zählen. Und das ist das, was er mir gibt. Egal was die Menschen über mich sagen, der Herr, das, was im Endeffekt zählt, ist das, was der Herr sagt. Das war letztes Jahr im September, als ich mich voll und ganz entschieden habe, den Weg des Herrn zu laufen. Dann ist leider einen Monat später
ein schlimmes Ereignis passiert. Ich hatte einen sehr schweren Autounfall gehabt, den ich überlebt habe. Bin mit meinen Patenkindern im Auto gewesen und es war auch mein Fehler gewesen, dass der Unfall auch passiert ist. Und da war es dann auch so, dass man natürlich auch zweifelt und sagt, wie kann es sein, dass man kurz zuvor den richtigen Weg gelaufen ist, oder man zweifelt an allem. Bin ich den richtigen Weg gelaufen? Habe ich den wahrhaftigen Elohim wirklich gedient? Oder verfalle ich in der Sünde wieder, weil ich denke, ich schaffe es nicht? Man schafft, ja, wir selber schaffen es nicht, aber durch die Stärke des Yehoshua Mashiach schaffen wir es. Er gibt uns die Stärke. Er leitet uns. Er führt uns. Und nur deswegen habe ich es auch aus dem zweiten Schicksalsschlag auch rausgeschafft. Gebt euer Leben Yehoshua Mashiach. Es gibt nichts Besseres als das, liebe Brüder und Schwestern. Wenn du in einer Situation bist, wo du einen Angehörigen verloren hast oder wo du mit Depressionen kämpfst oder drogenabhängig bist oder alkoholabhängig bist, egal was für eine Abhängigkeit, bete zum Herrn. Bete wahrhaftig zu ihm, so wie du bist. Gib ihm dein Herz. Geh in dein Zimmer, sprich zu ihm. Wenn du weinen musst, dann weine. Weil nur er kennt dich von ganzem Herzen. Nur er weiß, was du brauchst. Nur er führt dich. Nur er kennt dich besser als deine eigenen Eltern, weil er dich an die Welt gesetzt hat. Ich arbeite auf einer Intensivstation und ich weiß, was es heißt, dem Tod zu sehen, wenn jemand reanimiert werden muss, wenn Angehörige sterben. Ich weiß, welchen Weg sie gehen müssen. Aber der Weg, der aus der Finsternis führt, ist eins und allein der Name Yehoshua Mashiach. Gib ihm dein Leben. Er will dein Herz. Es ist alles, was du hast, und es ist auch alles, was er braucht, um mit dir arbeiten zu können. Und es ist die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Seitdem lebe ich in Frieden. Klar, es gibt immer Zweifel. Die Zweifel sind nie ganz weg. Es ist ein Kampf. Das Leben an sich ist ein Kampf, egal ob mit oder ohne Elohim. Aber mit Elohim kommt ihr siegreich aus dem Kampf hervor. Das ist das, was ihr niemals vergessen dürft. Die Leute können dich beschimpfen, die Menschen, auch deine Familie, können sagen, du bist in einer Sekte oder du bist verrückt geworden. Wenn du verrückt nach Yehoshua bist, dann ist es gut so, wie es ist. Das ist die Botschaft, die ich heute mit euch teilen wollte. Genau. Amen. Der Herr Yehoshua sei gelobt. Wir können kurz was teilen. Und zwar hast du, du kannst gerne die Bibel nehmen. Du hast gesagt, okay, die ist halt ein tragischer Unfall damals, also ein tragischer Unfall in der Familie passiert, dass die deine Mutter verstorben ist. Und ja, du hast die Schuld immer dann an dem Herrn gegeben. Und ich kenne viele, einige auch, denen das passiert ist, die sind sogar bis so weit gegangen und haben gesagt, okay, Herr, weil die Eltern waren krank oder todeskrank, Herr, also haben den Herrn sogar Druck gemacht, wenn du nichts tust, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben und so weiter und so fort. Macht solche Fehler nicht. Spricht sowas nicht aus. Reagiert nicht so. Weil im Endeffekt, wieso ist der Tod in die Welt gekommen? Durch den Ungehorsam. Amen. Das ist vorher gab es keinen Tod. Der Mensch lebte in der Ewigkeit, in der vergangenen Ewigkeit, in Friede, in Liebe, in Zusammenhalt. Die waren in Gehorsam, die Gegenwart Elohim war da, der Mensch war befüllt vom Heiligen Geist. Er konnte mit dem Herrn kommunizieren. Es gab keinen Tod, keinen Krieg, keinen Hass, keinen Rassismus, keine Beleidigung, keine Diskriminierungen. Das alles gab es nicht. Aber durch den Ungehorsam hat der Mensch dem Tod die Türe geöffnet. Der Tod ist gekommen, Leid ist gekommen, Hass kommt, Krieg, Hass und so weiter und so fort. Und der Herr sagt zu uns, trotz diesen Dingen, die wir leben können, trotz dieser Sachen, die du erleben konntest, weil du hast auch selbst gesagt, dass du hast versucht durch dir selbst, du hast gedacht, ich muss alleine daraus kommen. Selbst ist die Frau, ich muss alleine rauskommen, nach dem Motto. Amen. Ja, ich komme schon klar, ich bin meinem ganzen Leben auch klargekommen. Ich werde auch in diesem Moment klarkommen. Ich muss alleine daraus kommen. Und warst du auch in Therapie, in Seelsorgen, hast versucht, dich, wie hast du es gesagt, deine Seele?
die Seele aus dem Leib, also alles rauszuholen, dich zu leeren. Amen. Aber hat auch nichts gebracht. Und du hast mehrere Prophezeiungen sind auch gekommen, da hat der Herr zu dir gesagt, warum bist du so weit weg von mir? Stimmt? Warum bist du so weit weg von mir? Was wollte er damit sagen, dass du was machen sollst, wenn du so weit, du sollst ihm entgegenkommen, zu ihm kommen. Wir werden kurz teilen, und zwar in Matthäus 11. Und wenn wir sehen, der Mensch war immer so, wir suchen oft die Schuld beim anderen, Adam und Eva auch. Die haben die Frucht konsumiert. Nur zur Information, diese Frucht war nie ein Apfel. Die haben die Frucht konsumiert und haben festgestellt, dass sie nackig waren. Und der Herr kommt und spricht zum Adam und fragt ihn, wo bist du? Und der Adam sagt, ich verstecke mich, weil ich deine Stimme gehört habe. Ich habe Angst vor dir. Und der Herr fragt ihn, hast du von der Frucht gegessen? Nicht, dass er nicht wusste. Der Herr wusste, dass er davon gegessen hat. Aber er hat ihm die Möglichkeit gegeben, Buße zu tun. Amen? Das ist wie mit unseren Kindern. Hast du das gemacht? Er gesagt kann, mein Kind kann sagen, nein, das war ich, ja Papa, ich war das, sorry. Oder er kann versuchen, sich daraus da herausreden zu wollen. Was hat Adam gemacht? Meinte, nein, nicht ich war das. Die Frau, die du mir gegeben hast. Also nicht ich bin schuld, aber du bist schuld, Herr, weil du hast mir diese Frau gegeben. Und so ist der Mensch. Es ist viel einfacher, den Finger auf den anderen zu zeigen, als sich selbst an die Nase zu fassen. Aber selbst an die Nase zu fassen, da fängt Buße an. Amen. Matthäus 11, ab Vers 25. Wenn du willst, kannst du es gerne lesen. Ich lese im Namen des Herrn. Zu jener Zeit begann Josua und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn, und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Für jede Geschichte, Lebensgeschichte gibt es eine Lösung in seinem Wort. Für jede Geschichte ist er die Lösung. Für jedes Problem ist er die Lösung. Er sagt, genau wie er zu dir sagte, in dem Traum hat er gesagt, warum bist du so weit entfernt? Er wollte damit sagen, komm zu mir. Halleluja. Du bist so weit weg von mir, komm zu mir. Komm zu mir. Er sagt hier, alles ist von mir, ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Das heißt, du kannst von Gemeinde zu Gemeinde laufen. Du warst erstmal in einer afrikanischen Kirche, hast du gesagt. Das wundert mich sogar, weil der Elohim hat gesagt, wir werden kurz Apostelgeschichte nehmen. Wir bleiben, das halten wir fest. Dieses Wort afrikanische Kirche, deutsche Kirche, russische Kirche, das muss raus aus dem Kopf. Amen. Das muss raus. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Italienische Kirche und so weiter und so fort. Allein dieses Wort Kirche ist sogar die schlechteste Übersetzung. Und das Wort kommt von Ekklesia und bedeutet die Gemeinschaft. Amen? Das wahre Wort ist Gemeinschaft. Deswegen hat er gesagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, also Gemeinschaft haben, ist er da. Ist in der Mitte, ist er das Zentrum. Ist er das A und O. Halleluja. Genau. Und Apostelgeschichte Kapitel 2. Wir gehen gleich zurück zu unserem Text. Matthäus, nur kurz zur Information. Kannst ja gerne lesen, ab 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Also die waren mehrere Leute, aber die waren eins. Die hatten Gemeinschaft. Amen? Amen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten.
Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter den Himmeln. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unseren eigenen Sprachen, in der wir geboren wurden? Pater und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Und wir sehen hier, dass die Geburt der Gemeinde, der Heilige Geist ist gekommen, da waren mehrere Menschen, die waren alle eins, weil die waren versammelt im Namen Joshua. Amen. Und der Herr hat sich in den offenbart, der Heilige Geist gekommen wie Feuerzungen und waren gefüllt vom Heiligen Geist und haben in verschiedensten Sprachen gesprochen. Der Herr ist der Herr von allen Nationen. Amen. Der Herr will eine, in seiner Gemeinde gibt es kein afrikanisches, nein, wir sind eins in ihm und er will, dass alle zu ihm kommen. Egal woher du kommst, egal welche Herkunft du kommst. Weil im Prinzip sind wir alle nur, wir sind alle Ausländer hier auf der Erde. Wusstest du das? Wir sind alle Ausländer hier. Wir werden alle vergehen. Wir können kurz lesen, 1. Mose Kapitel 47. Wir werden alle vergehen. Wir sind alle nur hier Touristen. 1. Mose Kapitel 47. Ah nein, mein Vaterland, du wirst vergehen. Du bleibst hier nicht ewig. Du wirst vergehen. 1. Mose, hast du schon gefunden? Kapitel 47, Vers 1. Und Josef kam und berichtete es dem Pharao und sprach: Mein Vater und meine Brüder sind aus dem Land Kanaan gekommen, samt ihren Schafen und Rindern und aller ihrer Habe, und siehe, sie sind im Land Gosen. Er hatte aber aus der Zahl seiner Brüder fünf mitgenommen und stellte sie dem Pharao vor. Und der Pharao fragte seine Brüder: Was treibt ihr? Sie antworteten dem Pharao: Deine Knechten sind Schafhirten, wir und unsere Väter. Und sie sprachen zum Pharao: Wir sind gekommen, um uns im Land aufzuhalten. Denn deine Knechte haben keine Weide für ihr Vieh. So hart beschwert die Hungersnot das Land Kanaan. Und nun möchten deine Knechte gerne im Land Gosen wohnen. Da sprach der Pharao zu Josef: Dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen. Das Land Ägypten steht dir offen. Lass deinem Vater und deine Brüder am besten Ort des Landes wohnen. Im Land Gosen sollen sie wohnen. Und wenn du weißt, dass unter ihnen tüchtige Leute sind, so setze sie zu Aufsehern über meine Herden. Und Josef brachte seinen Vater Jakob herein und stellte ihn dem Pharao vor. Und Jakob segnete den Pharao. Und der Pharao fragte Jakob: Wie alt bist du? Jakob sprach zum Pharao: Die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre, wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter, nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Er war fremd und seine Väter waren auch fremdlicher. Das heißt einfach, das sind Gäste. Das sind einfach Fremdlinge und ein Gast auf der Erde. Wir sind Gäste auf der Erde. Wir werden die Erde verlassen. Halleluja. Wir sind Gäste hier. Wir sind alle Ausländer. Der ist fremd, hat er gesagt, ne? Aha. Wir lesen weiter. Wir nehmen einen anderen Text. Hebräer 11. Hebräer 11. Ab Vers 13. Deswegen
afrikanische Gemeinde, vergisst es. Holt das raus aus dem Kopf. Deutsche Gemeinde, nein. Wir sind eins. Unabhängig davon, aus welcher Herkunft du kommst, wir sind alle fremd. Keiner hat sich seine Nation ausgesucht. Ja, natürlich sind wir dankbar dafür, das zu sein, was wir sind. Das ist eine Gabe. Aber wir haben ein Ziel. Wir sind auf der Erde, aber wir kommen nicht von der Erde. Wir sind fremd hier. Wir sind Kinder vom Himmelreich, vom Königreich Joshua, das neue Jerusalem. Unabhängig von, ob du schwarz, weiß, grau, rot bist. Aber alle eins in ihm. Halleluja. Hebräer 11, hast du gefunden? Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Ohne Bürgerrecht, die waren Fremdlinge auf der Erde. Denn die, solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Elohim ihrer nicht, ihr Elohim genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Die haben ein anderes Vaterland gesucht. Halleluja! Das Himmlische. Und danach müssen wir trachten. Und das ist das, was uns verbindet. Amen! In einer afrikanischen Gemeinschaft, das ist afrikanisch. Aber wir müssen die himmlische Gemeinschaft suchen. Deutsche Gemeinschaft ist deutsch. Aber wir müssen die himmlische Gemeinschaft suchen. Amen. Wir müssen die himmlische Sachen suchen. Trachtet nach dem, was droben ist. Halleluja. Der Herr hat gesagt, du bist weit. Komm zu mir. Wir sind wieder in Matthäus. Komm zu mir. Matthäus 11. Komm. Denn keiner kennt mich, keiner kann meinen Vater kennen, außer wenn ich mich an dieser Person offenbare. Und er hat sich sogar nicht offenbart. Was für eine Gnade. Wisst ihr, wie viele Leute suchen, dass der Herr sich im Gebet, im Traum an sich offenbart? Hast du dafür gebetet? Nein. Durch seine Gnade ist er gekommen, komm zu mir. Er offenbart sich. Ich. Nicht ich diene, aber Joshua. Halleluja. Wir sind wieder bei Matthäus 11. Vers 27. Alles ist von mir. Ist alles in mir, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn, und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Das ist durch seinen Wille, er hat es gewollt. Wir sind über 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Warum du? Warum ich? Warum du? Warum? Weil wir was Besseres sind? Nein. Weil wir gut reden können? Nein. Weil wir singen können? Nein. Aber weil er es will, weil er uns geliebt hat. Weil er uns liebt. Halleluja. Er hat sich an die offenbart. Es gibt Leute, die fasten, die beten, damit die einen Traum bekommen. Aber er hat es gewollt. Er hat gesagt, komm zu mir. Warum bist du so weit weg von mir? Komm. Komm. Wir lesen weiter. 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Und das war bei dir auch so. Bei uns allen. Jeder hat sein Problem gehabt. Jeder hat ihre Sorgen. Die Schwester hat ihr Zeugnis abgegeben. Die hat ihre Mutter verloren. Ihre Mutter. Das ist die Person, die sich um uns sorgt, 9 Monate im Bauch gehabt hat. Die hat für uns gelitten, hat für uns gekämpft, ist in der Nacht für uns aufgestanden, hat ihre Liebe bewiesen. Und diese Person ist auf einmal weg. Auf einmal weg. Ich weiß, hat gesagt, die ist in Depressionen gefallen, hat versucht, sich Lösungen links und rechts zu suchen, bei Psychiater und so weiter und so fort. Und Seelsorger um ihre Seele, wie man sagt, auf einfach so Deutsch auszukotzen, alles rauszuholen, was in ihrer Seele ist, auszuleeren. Aber hat auch nichts gebracht. Aber dabei gibt es doch die Lösung, Geschwister. Der Herr ist lebendig. Er hat gesagt, ich bin derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Joshua ist lebendig. Joshua heilt. Joshua heilt die Wunden.
Joshua befreit, Joshua stärkt, Joshua befüllt. Halleluja. Er hat gesagt, er wird uns niemals weise lassen. Also im Prinzip bist du weise, aber du bist auch irgendwie kein Weise. Halleluja. Ja, weil das, was er sagt, ist so. Er ist unser Alles. Kommt zu mir, ihr alle, die beladen seid von Hass, beladen von Beleidigung, beladen von dieselben eigenen Probleme, die wir uns gesucht haben. Wir haben uns Probleme gesucht, haben sie bekommen und wir sind voll, Nase voll voller Probleme. Wir haben Drogen konsumiert, wir haben gekifft, wir haben getrunken, wir haben Frauen verletzt und wir sind voller Probleme. Wir haben uns Schulden gemacht, voller Probleme. Wir sind beladen bis zum geht nicht mehr. Oft ist es gar nicht der andere, aber wir müssen lernen, uns an diese eigene Nase zu fassen. Erkennen, ich habe mein Leben schlecht geführt. Amen. Und zwar muss ich noch dazu sagen, zu meinem Bezeugnis, dass bevor meine Mutter gestorben ist, dass sie eine kurze Zeit mit dem Herrn gelaufen ist. Wir haben zwar die afrikanische Gemeinde besucht, aber sie hatte so eine spezielle Beziehung zu Joshua gehabt. Man hat sie morgens, mittags, abends nur singen hören. Nur singen hören. Das uns Kinder hat es damals auch genervt, aber sie war wirklich erfüllt von dem Herrn. Sie hat nach seinem Wort gelebt. Sie war voller Freude und sie wusste auch im Endeffekt, dass sie gehen wird. Und wenn ich, klar, am Anfang der Trauerphase habe ich es nicht anerkannt, dass sie mit dem Herrn gelaufen ist. Der Herr hat sie einfach genommen und Punkt, fertig, aus. Aber so nach und nach, weil der Herr spricht auch zu dir, wenn du dich ihm auch öffnest, dann wird dir auch vieles bewusst. Auch wenn du wirklich den Herrn suchst, du findest ihn auch wirklich. Und da wurde mir auch bewusst, sie ist auch mit dem Herrn wirklich auch von ganzem Herzen gelaufen. Und es gibt, Joshua Mashiach ist unser Beispiel Nummer eins. Aber an meiner Mutter kann ich mir vieles abgucken, was sie gemacht hat, wie sie etwas gemacht hat. Was für eine sanftmütige, demütige Person sie war. Und ich weiß, sie ist bei dem Herrn. Oder zumindest in seiner Nähe. Sie ist da, wo sie sein soll. Es hat Jahre gebraucht, um dies auch zu erkennen, aber ich kann heute sagen, sie ist an einem besseren Ort. Himmel und Hölle gibt es. Es ist kein Witz, es ist kein Märchen, wie manche Menschen das auch sagen. Es ist die Realität. Es ist wirklich die Realität. Such den Herrn. Geht nicht den Weg der Finsternis, denn ihr werdet im Feuer enden. Wollt ihr das oder wollt ihr das oder wollt ihr wirklich dem Herrn dienen? Ihn dahin gehen, wo es nichts Böses hat, wo wir ihn jeden Tag loben. Wirklich von morgens, mittags, abends ihn loben. Und das ist einfach der einzige und wahre Weg, den wir laufen können. Das ist das, was ich noch sagen wollte. Amen. Genau. Also wir sind beladen voller Sorgen, wir sind beladen voller Probleme, wir sind müde, wir sind beladen, wir haben keine Lust mehr. Und du bist sogar zu dem Punkt gekommen, weil du hast gefeiert, du hast das gemacht, was du wolltest, aber irgendwas gesagt, ich will das nicht mehr. Ich habe die Nase voll, ich habe es satt. Es ist wie eine Routine, das befriedigt dich nur kurzfristig, du säufst, bist ein paar Stunden besoffen, dann Kopfschmerzen ohne Ende, hast du Kater. Du bist nicht erfüllt. Und wenn dann nur kurzfristig. Deine Droge erfüllt dich nur diese Momente, wo du in diesem Zustand bist. Und danach sind die Probleme immer noch da. Die Probleme gehen dadurch nicht weg. Amen. An dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich habe die Nase voll, ich möchte es nicht mehr. Der Herr hat sich an mich offenbart und ich möchte kommen. Du hast, was sagt er hier? Wir lesen, kommt zu mir, ihr beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Der wahre Seelsorger, Joshua HaMashiach. Da kannst du deine Seele dich ausleeren. Da sollst du alles rausholen. Da kannst du Friede finden. Da wirst du wahren Frieden, wahre Ruhe finden für deine Seele.
Ah nein, ich habe gerade Kopfschmerzen, ich brauche gerade einen Joint. Dann habe ich meine Ruhe. Diese Ruhe ist nur für ein paar Stunden. Und danach sind die Probleme noch da. Ah nein, ich muss feiern gehen. Dann habe ich meine Ruhe. Ich muss eine Zigarette rauchen. Ich bin gerade voll in Stress. Da habe ich meine Ruhe. Und danach, wenn du das geraucht hast, wie lange hält das dann? Kurzfristig. Der Herr sagt, komm zu mir und ich werde dir Ruhe geben für deine Seele. Und die ist nicht beschränkt, es sei denn, du willst nicht mehr, aber die ist ewig. Unabhängig davon, wie groß deine Schulden sind, unabhängig davon, wie groß dein Problem ist, unabhängig, wie groß deine Last ist, aber du wirst in dir diesen Frieden finden, die diese Welt dir nicht geben kann. Du hast 1 Euro in deiner Hosentasche, aber du bist voller Freude, reich in Joshua. Voller Freude, voller Lobpreis, wie singen. Du bist erfüllt. Weil die Dinge dieser Welt dir nichts mehr sagen, keinen Wert mehr haben. Und weil du weißt, irgendwann mal will ich ihn sehen. Um ihn sehen zu wollen, gibt es nur 2 Wege. Entweder ich lebe noch so lange und er kommt, oder ich muss durch den Tod. Das ist eine Tür in die andere Welt, in die Ewigkeit. Es gibt 2 Ewigkeiten, wie Schwester sagt. Eine Ewigkeit mit Joshua und eine Ewigkeit im Feuersee. Da, wo der Teufel, die Dämonen reingeschmissen werden, alle Personen, die nicht nach dem Evangelium wahrhaftig wandeln wollen. Der hat gesagt, ich habe nicht die Hölle für die Menschen gemacht. Der Herr ist böse. Nein, ist er nicht. Für den Teufel und seine Dämonen. Aber der Mensch selbst will nicht. Der Mensch will selbst will nicht den Herrn folgen. Das heißt damit, der Mensch will selbst in das Feuersee reinspringen. Obwohl es unangenehm ist. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sein Joch, das ist ein Holzbalken, der 2 Tiere verbunden hat. Um ihm dienen zu können, müssen wir mit ihm verbunden sein. Sein Joch ist das sein Wort, sein Gesetz, seine Gerechtigkeit. Das heißt, wir sind mit ihm verbunden. 2 Menschen können nicht miteinander wandeln, wenn sie sich nicht geeinigt haben. Deswegen müssen wir einig sein mit ihm. Wir müssen einsehen, dass unsere Art, wie wir unser Leben geführt haben, schlecht ist. Herr, du hast recht. Ich tue Buße. Ich habe so und so gewandelt, war nicht gut. Jetzt möchte ich dir wahrhaftig folgen. Ich möchte dein Joch auf mich tragen. Dein Joch, was leicht ist. Dein Joch, was mich stärkt. Dein Joch, was mich heilt. Dein Joch, was mich befriedigt. Und deswegen siehst du, dass du ab dem Moment gar kein Interesse mehr hast an Feiern, an Saufen. Das ist gar nicht mehr da drin. Vorher war das wie ein Verbot. Ah nein, das ist jetzt zu hart. Man darf bei euch das nicht. Man darf bei euch das nicht. Bei euch darf nicht. Aber du bist erfüllt von seiner Liebe. Und diese Liebe führt dich dazu, gehorsam zu sein. Diese Liebe führt dich dazu, diese Dinge gar nicht mehr zu mögen, weil du bist schon verliebt in was anderem. Du bist verliebt in jemand. Der hat, wie gesagt, er ersetzt die Dinge, die uns nicht befriedigen konnten. Er allein. Du hast versucht mit Drogen oder wir versuchen mit Drogen, mit Alkohol, mit Frauen, mit Männern, mit so viele Sachen und das erfüllt uns noch nicht mal. Aber er allein, wenn er sich installiert in dein Leben, erfüllt er dich komplett. Aber unsere Aufgabe ist es, zu kommen, ihm entgegenzugehen. Er hat gesagt, der Buße tut und mit der Sünde, der die Sünde lässt, er erhält, wie sagt man, wir müssen kurz lesen, die Sprüche 28. Sprüche 28. Ach so, Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wer seine Schuld erkennt, und das ist unser Problem, dass wir die Schuld nicht erkennen, aber dass wir immer, nein, der ist schuld. Die ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Wer seine Schuld erkennt, erhält was? Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Wer seine Schuld erkennt und seine Sünden? Wer seine Schuld erkennt und seine Sünden lässt, der erhält Barmherzigkeit. Es ist konditionell. Damit du das erfängst, musst du bekennen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe dein Wort, sagt man, abgestoßen. Ich bin gegen dein Wort gewandelt. Ich war gesetzlos.
Und ich möchte jetzt mit dir, mich mit dir versöhnen. Ich möchte mit dir wandeln. Ich leere mich aus und lasse es. Und dann erhalte ich Barmherzigkeit. Die Liebe, die die Welt dir nicht geben kann. Die Liebe, die ein Mann dir nicht geben kann. Die Liebe, die eine Frau dir nicht geben kann. Die Liebe sogar, die unsere Mütter, die unsere sehr Lieben uns nicht geben können. Joshua, er erfüllt uns von seiner Liebe. Und ich liebe ihn über alles. Denn wenn ich heute frei bin, wenn ich heute voller Freude bin, wenn ich heute voller Glaube bin, wenn ich heute geladen bin mit Freude, ist es wegen ihm. Soll das bedeuten, dass wir keine Probleme haben? Haben wir. Soll das bedeuten, dass wir keine Rechnung zahlen müssen? Zahlen wir. Aber hier drin haben wir ein anderes Ziel, und zwar das Himmelreich Elohim. Amen. Der Herr sei gelobt. Ihm allein gebührt die Ehre, Vater. Ich bin davon überzeugt, Joshua. Denn du bist allmächtig. Du wirst Leute, die beladen sind, erretten. Von verschiedensten Nationen. Du wirst die Jugend erretten. Du wirst die Jugend wirst berühren und denen klar machen, dass man auch als jugendliche Person dem Herrn dienen kann. Jugend, wacht auf. Irrt euch nicht. Wir leben nicht ewig. Keiner von uns weiß, wie lange er leben wird. Jetzt ist es im Moment, Buße zu tun und ihm wahrhaftig zu dienen. Jetzt ist der Moment, um unseren Herrn zu präsentieren, stolz drauf zu sein, ein Kind vom Maschia zu sein. Jetzt ist der Moment. Weil morgen weißt du nicht, was kommt. Halleluja. Der Herr sei gelobt. Im Namen Jeschua haben wir gepredigt. Amen.